Ich möchte heute mein Lieblingskapitel aus Daniel Hennys und Philipp Kovtschs Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt, vorlesen. Es lautet: Nur der Sklave, der Herr wird, wird frei. Wir halten es heute für selbstverständlich, einander die bürgerlichen Rechte zuzubilligen, zu denen die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die freie Wahl des Wohnortes, die freie Berufswahl, die Reisefreiheit und die religiöse Selbstbestimmung gehören. Wird jemand dazu gezwungen, einer Konfession anzugehören, einen bestimmten Beruf auszuüben oder seine Mobilität einzuschränken, halten wir das für ungerecht, ja unwürdig. Diese Freiheitsrechte sind alles andere als selbstverständlich. Sie sind eine Errungenschaft der Aufklärung. Die Freiheit eines römischen Sklaven bestand in der Freiheit seines Herrn, ihn zu vermieten, zu verkaufen oder freizulassen. Doch ein Leben in Freiheit war dem Sklaven gar nicht möglich, solange es ihm an der Lebensgrundlage fehlte, die zur Existenzsicherung notwendig war: Eigentum. Wer kein Land besaß, besaß keinen Anspruch auf Erträge aus der Landwirtschaft. Insofern gewährleistete der Herr die Existenz des Sklaven, der sich auf dem Grund und Boden seines Herrn, zu dessen Eigentum er zählte, selbst erwirtschaftete. Einen Sklaven freizulassen, ohne ihm die Möglichkeiten zu geben, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen, ließ ihn nicht frei, sondern vogelfrei werden. Die einzige Chance, seine Freiheit wahrzunehmen, bestand für ihn darin, sich einen neuen Herrn zu suchen oder weiter in dem Alten zu dienen. Einen Sklaven freizustellen war oftmals nicht gnädig, sondern ein aufgeschobenes Todesurteil. Wir sind heute auf unterschiedliche Weise mit dieser Szene verbunden. Erstens, der Sklave kannte Grundbedürfnisse, die befriedigt werden mussten, damit er arbeitsfähig blieb. Ein toter Sklave war kein guter Sklave. Auch wir haben heute noch nicht aufgehört, Bedürfniswesen zu sein. Gegenüber diesen Grundbedürfnissen sind wir weder frei noch unfrei. Sie sind schlicht und einfach die Bedingungen, deren Nichterfüllung unsere Existenz gefährdet. Erst wenn meine Existenz gesichert ist, stellen sich mir weitere Fragen. Zweitens. Der Arbeitsvertrag eines weisungsgebundenen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten heutigen Datums geht auf das Mietrecht für römische Sklaven zurück. Der Dienstherr, heute Arbeitgeber genannt, schuldet dem Mitarbeiter den Lebensunterhalt. Dieser besteht in der Fremdversorgungswirtschaft nicht mehr in der Bereitstellung von Ackerland für die eigene Subsistenzwirtschaft, sondern in der Bereitstellung von Geld, das es einem ermöglicht, Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Abgesehen von dieser Unterhaltspflicht und der Wahrung all der Arbeitsschutzbestimmungen, für die sich Gewerkschaften seit anderthalb Jahrhunderten verdienstvoll einsetzten und immer noch einsetzen, hat der Arbeitgeber das Recht, den Mitarbeiter für seine Ziele und Zwecke einzuspannen. Zwar genießt der Mitarbeiter inzwischen den Status einer natürlichen Person und ist insofern Träger bürgerlicher Rechte und Pflichten, aber über seine Arbeitskraft und damit über ihn als Arbeitstier wird weiterhin verfügt wie dereinst über den römischen Sklaven, der zu vermieten, zu verkaufen oder zu vernichten war. Drittens. Der Herr sorgte als Pater Familias für seine Untergebenen und dafür, dass sie wollten, was sie sollten. Die Verhältnisse waren so eingerichtet, dass sie mussten, was sie sollten. Heute, da der Gelderwerb notwendig ist, um in der arbeitsteiligen Gesellschaft konsumieren zu können, muss man produzieren, was Geld erbringt. Der einzige Weg, sich dienstbar zu machen, ist nicht mehr der Gehorsam gegenüber einem Herrn, sondern die Gefolgschaft gegenüber dem Markt. Führte der Sklavenhalter noch eine sichtbare Hand, so ist die Hand des Marktes unsichtbar geworden. Doch beide Hände haben den moralischen Zeigefinger erhoben und verlautbaren mit drohender Gebärde: Wenn du nicht willst, was bei uns zählt, entziehen wir dir, was du brauchst.
Nun ist die Frage, wie wir unsere politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse so einrichten können, dass die bürgerlichen Freiheiten, von der freien Berufswahl bis hin zur freien Selbstentfaltung, nicht ähnlich zynisch wirken wie zu römischen Zeiten die Freiheit eines mittellosen Sklaven. Die Antwort ist denkbar einfach. Befreien wir die Existenzsicherung von den Bedingungen, die sie erschweren. Sprechen wir jedem und jeder bedingungslos zu, was er oder sie unbedingt braucht. Warum sollte jedem zustehen, was er unbedingt braucht? Weil er es unbedingt braucht. Jede Bedingung, mit der dieser Bedarf reguliert wird, ist ineffizient. Existenzsicherung ist der effizienteste Weg, die Gesellschaft zu erhalten, weil sie jeden Menschen erhält. Und was ist dann mit der sogenannten Drecksarbeit? Sie stammt aus einer Zeit, in der Arbeit den Oberen grundsätzlich als dreckig galt, während sie für alle anderen selbstverständlich und unumgänglich war. Auf dem Bauernhof muss die Kuh gemolken, die Ernte eingeholt oder das Brot gebacken werden. Die Würde dieser Arbeit besteht ja gerade darin, sie aus Einsicht in die Notwendigkeit zu tun und sie, wenn möglich, zu vereinfachen. Die Drecksarbeit von heute ist ein Gespenst, das im Bewusstsein mancher Zeitgenossen sein Unwesen treibt. Welche Arbeit dreckig ist, ist schwer zu sagen. Ist es dreckig, Geld zu waschen? Oder das Auto? Oder alte Menschen? Oder das Geschirr? Und was ist sauber? Es gibt keine Drecksarbeit. Es gibt nur Arbeit, die getan werden muss und solche, die nicht getan werden muss. Scheinarbeit, die nicht getan werden muss, leisten wir uns heute im Übermaß, da viele Arbeitsplätze bloß Einkommensplätze sind. Und Arbeit, die getan werden muss, erkennen wir heute nur unscharf, da die Existenzangst unseren Blick trübt. Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht eine freie Sicht auf das, was wir uns gegenseitig schulden. Es lässt mich erkennen, was ich für andere tun kann und sorgt dafür, dass die bürgerlichen Freiheitsrechte nicht zu scheinheiligen Floskeln wie der vom freien römischen Sklaven verkommen.